Namen des Volkes. Die Verfahren werden zur gemeinsamen Entscheidung verbunden. Die Verfassungsbeschwerden werden zurückgewiesen. Bitte nehmen Sie Platz. Es wird nun die Kurzzusammenfassung des Urteils durch Professor Voskuhle. Die parlamentarische Entscheidung über Einnahmen und Ausgaben der öffentlichen Hand stellt ein zentrales Element demokratischer Willensbildung im Verfassungsstaat dar. Als Repräsentanten des Volkes müssen die gewählten Abgeordneten des Deutschen Bundestages daher auch im Rahmen der Europäischen Union die Kontrolle über grundlegende haushaltspolitische Entscheidungen behalten. Der Deutsche Bundestag darf seine Budgetverantwortung nicht durch unbestimmte haushaltspolitische Ermächtigung auf andere Akteure übertragen. Insbesondere darf er sich keinen finanzwirksamen Mechanismen ausliefern, die zu nicht überschaubaren haushaltsbedeutsamen Belastungen führen können. Vielmehr müssen ausgabenwirksame Hilfsmaßnahmen des Bundes bei größerem Umfang im Einzelnen parlamentarisch bewilligt werden. Und es muss gesichert sein, dass ein hinreichender parlamentarischer Einfluss auf die Art und Weise des Umgangs mit den zur Verfügung gestellten Mitteln gewährleistet ist. Das Bundesverfassungsgericht kontrolliert aber insoweit nur, ob die grundlegenden verfassungsrechtlichen Anforderungen an das Demokratieprinzip evident verletzt sind. Im Übrigen besitzt der Gesetzgeber einen weiten, vom Bundesverfassungsgericht nicht überprüfbaren politischen Einschätzungsspielraum. Gericht hat wieder mal im Übermaß die Entscheidungsspielräume, Prognosespielräume, Einschätzungsspielräume, Gestaltungsspielräume des Parlaments ausgedehnt. Das macht es in allen großen politischen Urteilen. Und das wichtigste Wort im Urteil war wieder mal, es geht noch nicht zu weit. Es geht politisch längst zu weit, weil ja auch die Verträge verletzt sind. Einer der klassischen Fälle im Bereich Justiz ist das, was wir mit dem Ministerpräsidenten aus Schleswig-Holstein, Barschel, gehabt haben. Ein Fall, der über mehrere Jahrzehnte nicht verfolgt werden durfte, weil ein Oberstaatsanwalt nach 20 Jahren, ein zweiter Oberstaatsanwalt, der diesen Fall ermitteln wollte, von dem jeweiligen Generalstaatsanwalt des Landes gehindert wurde. Generalstaatsanwälte in Deutschland sind politische Figuren und insofern ist der gesamte staatsanwaltschaftliche Strang einer, der politisch dominiert ist, wenn es um heiße Eisen geht, um Dinge, die man entweder haben möchte, Ermittlung im Fall Wulff, oder nicht haben möchte, Ermittlung im Fall Barschel. Das Thema ist bis heute nicht aufgegriffen. Es ist bis heute kein Verfahren eröffnet worden, wo dieser Todesursache nachgegangen wurde. Dasselbe gilt für den gesamten Bereich der dritten Generation der Roten Armee-Fraktion. Als der Generalbundesanwalt der Bundesrepublik Deutschland, Siegfried Buback, ermordet wurde, gab es unmittelbar nach der Ermordung eine Berichterstattung in der ARD, in der gesagt wurde, ein Motorrad mit einem Motorradfahrer und einem Sozius, einer kleinen Figur, wahrscheinlich einer Frau auf dem Sozius sitzend, die geschossen hat, haben Siegfried Buback ermordet. Wenige Stunden später ist aus dieser kleinen Frau in der ersten Meldung der ARD ein 1,80 großer Mann geworden, der dann nachher auch verurteilt wurde. Heute weiß man, dass derjenige oder diejenigen, die für die Ermordung Bubacks verurteilt wurden, kein einziger mit diesem Fall zu tun hatte. Nach 3 Jahrzehnten jetzt und einer hartnäckigen Recherche des Privatmannes Michael Bubacks, des Sohns, steht eine kleine Frau als mögliche Täterin seit kurzem, seit 2010, vor Gericht. Wie funktioniert das in diesem Land, dass eine ARD-Nachrichtensendung 1-2 Stunden, nachdem sie die richtige Meldung herausgebracht hat, rumgeswitcht wird und man dann plötzlich jemand ganz anderen hinten als Täter auf das Motorrad setzt? Die Reporterin fragt, könnte man im Falle Griechenland nicht einfach hergehen und dieses Land entschulden und sagen, wir machen Schuldenschnitt, alles vergessen, wir haben uns wieder lieb, Thema ist durch. Herr Ackermann, Sie sind auch Chef des Internationalen Bankenverbandes. Hätten Sie eine solche Forderung nicht einfach stellen können an all Ihre Kollegen, die richtig sauber aus dieser Krise herausgekommen sind? Ich glaube, es wäre mir genauso gegangen wie Herrn Herrhausen. Wie kommt Herr Ackermann auf die Kenntnis und auf das Wissen, dass das Entschulden, Herrhausen hat in New York die Entschuldung der dritten Weltländer vorgeschlagen, kam nach Hause, wurde ermordet, dass es ihm genauso gehen könnte in diesem Zusammenhang, wenn er einen solchen Vorschlag macht. Welches Wissen hat er? Schlimm ist, dass es dann Smalltalk-mäßig weitergeht. Ein weiteres Beispiel eines solchen Weitergehens zeigt der nächste Clip. Diejenigen, die
entscheiden, sind nicht gewählt. Und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Wo sind die Journalisten, die sich hinstellen und sagen, Herr Seehofer, wer ist denn das, der Ihnen das sagt? Wer sind denn die Figuren, die hinter Ihnen entscheiden, obwohl sie nicht gewählt sind? Wie kommt denn das, dass Sie gewählt sind, aber nichts zu entscheiden haben? Das ist doch wirklich das Problem. Wir kriegen dauernd so viele Antworten, überall Antworten von Experten und verschiedene Antworten, statt dass endlich mal jemand die richtigen Fragen stellt. Und ich hätte so viele Fragen, so viele Fragen. Ich würde zum Beispiel so gerne mal wissen, warum die Investmentbank Goldman Sachs zurzeit empfiehlt, gegen den Euro und gegen Europa zu wetten. Und warum die gleiche Bank europäische Regierungen berät, wie der Euro und Europa zu retten ist. Und bei der Gelegenheit würde ich auch sehr gerne wissen, warum der Deutschlandchef dieser Scheißbank, Alexander Dibelius, der Meinung ist, die Banken hätten keine Verpflichtung fürs Allgemeinwohl. Und ich würde auch sehr gerne wissen, warum ausgerechnet dieser Vogel unsere Bundesregierung beraten hat. Und ich würde auch so gerne mal wissen, was eigentlich aus den 4.000 Milliarden Dollar geworden ist, die der elende Irakkrieg bis jetzt gekostet hat. 4.000 Milliarden Dollar, weil das Geld muss ja irgendwo sein, weil es irgendwer haben tut und jetzt anschaffen lässt und auf den Strich schickt und es Unheil anrichtet. Und überhaupt würde ich sehr gerne mal wissen, ob der ganze Terrorismus nicht vielleicht ein riesiges Geschäft ist für ein paar wenige, die sich die Taschen voll stopfen und der ganze Terrorismus nur dazu da ist, diesen doch eigentlich bedauernswerten, sterbebereiten Kapitalismus endlich einschlummern zu lassen. Und ich würde so gerne wissen, warum alle nur noch von Schulden, Schulden, Schulden die Rede ist, wo doch 4.000 Milliarden Dollar in der Welt ihr Unwesen treiben. Und ich möchte so gerne wissen, warum er bei den Sparpaketen das Geld jetzt immer bei den vielen holt, die nichts haben und nicht bei den wenigen, die alles haben. Und ich möchte so gerne wissen, was die Kanzlerin gemeint hat, wenn sie sagt, das Parlament soll bei den Rettungsschirmen marktkonform mitbestimmen, marktkonform, wie ein Parlament marktkonform sein soll, dann möchte ich mal wissen, ob ihr vielleicht schon mal der Gedanke eines demokratiekonformen Marktes ins Hirn gekommen ist. Würde ich sehr gerne mal wissen. Ich möchte endlich wissen. Ich möchte wissen, warum es im deutschen Fernsehen jeden Abend, meinetwegen kurz vor 8 vor den Nachrichten, nicht eine kleine eigene Sendung gibt. Zum Beispiel für die 9 Millionen Menschen mit Burnout-Syndrom oder für die 9 Millionen Menschen in Deutschland mit Alkoholproblemen oder von mir aus für die 20 Millionen Raucher, dass man ihnen jeden Abend kurz vor 8 vor den Nachrichten ein paar Minuten hilft, von der Sucht loszukommen. 20 Millionen Raucher. Möchte ich doch mal wissen, warum ich mir wegen der nur 3,5 Millionen Aktienbesitzer jeden Tag im Radio, jede Stunde und im Fernsehen unentwegt irgendeinen Scheißdreck vom DAX erzählen lassen muss. Dreieinhalb Millionen Aktienbesitzer. Und bitte, ich möchte auch wissen, warum die Börse meine Existenz, meine Lebensfreude, meine Leidenschaft und meine Liebe einfach so vernichten kann, selbst wenn ich selbst keine einzige Aktie besitze. Und ich möchte endlich wissen, was genau, aber ganz genau eigentlich der Unterschied sein soll zwischen einem jugendlichen Plünderer in London und den Gewinnzielen der Deutschen Bank. Und ich möchte endlich wissen. Ich möchte endlich wissen. Es ist ja jetzt schon klar, dass die Schulden nie zurückbezahlt werden können. Es ist ja auch jetzt schon klar, dass Europa, dass der Euro so schlecht steht, dass die Amerikaner anfangen, gegen den Euro zu wetten. Also der wird abgeratet auf allen Ebenen und das ist überhaupt nicht zu retten, das System. Und dann ist die Frage, wer hat Vorteile davon, wenn Schulden erzeugt werden, aber nicht zurückbezahlt werden können? Was passiert in dem Moment, wo ich Geld selbst drucken kann? Da ist es mir scheißegal, ob du mir das zurückzahlen kannst oder nicht. Eigentlich sind mir, wenn ich das Geld selber drucken kann, selbst die Zinsen egal. Nicht egal ist mir die Sache in dem Moment, wo du nicht zurückzahlen kannst und ich kriege Rechte über dein Eigentum oder über deine Gesetze. Und wenn das auf Staatsebene so ist, in dem Moment, wenn die Staaten ihr Geld nicht zurückgeben können und die Banken, die Banker im Hintergrund, also diejenigen, die dafür zuständig sind, das Geld zu drucken, die kriegen dadurch die Rechte über die ganzen Staaten. Das ist das Problem. Und das ist eine Hochfinanzdiktatur. Es sind diejenigen, die das Geld aus dem Nichts schöpfen, die das Geld einfach machen. Wie kommen wir jemals von diesen Schuldenbergen runter und was passiert dann eigentlich mit der Wirtschaft? Da besteht tatsächlich ein gewisses Dilemma, denn die Problematik ist, dass viele gar nicht verstanden haben, wie unser Schuldgeldsystem eigentlich funktioniert. Man darf nicht vergessen, wenn man Schulden zurückzahlt, wird Geldmenge vernichtet. Das müssen Sie uns vielleicht nochmal konkreter erklären an einem Beispiel.
Also nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Ich arbeite bei Ihnen 2 Stunden zu Hause und Sie entlohnen mich dafür mit einem Schuldschein, indem Sie mir zusagen, auch irgendwann mal 2 Stunden Arbeit zuzusagen. Und ich nehme diesen Zettel jetzt mit und setze ihn jetzt bei meinen Freunden in dem Dorf, Ihre Loyalität steht ja nicht in Frage, und setze jetzt Ihren Schuldschein quasi als Zahlungsmittel ein. Und so wandert er von einem zum anderen. Damit ist dieser Schuldschein schon zum Geld geworden. Und irgendwann kommt einer auf Sie zu und wird die 2 Stunden Arbeit einfordern. Ja, und wenn die eingefordert ist, ist die Schuld getilgt und der Schuldschein wird zerrissen. Und genauso ist es mit dem Geld analog anzuwenden. Das heißt, wenn die Schulden zurückgeführt werden, dann fehlt mit einmal eine Menge Geld im System, was dann ja auch nicht mehr die Wirtschaft stimulieren kann. Das heißt, das System ist grundsätzlich in Frage zu stellen, oder? Das System ist grundsätzlich in Frage zu stellen, denn beim tatsächlichen Geldsystem ist es so, dass es eben halt die Geschäftsbanken und deren anhängenden Zentralbanken natürlich dieses Geld in den Markt reinschmeißen. Und wenn wir beispielsweise jetzt 2 Billionen Staatsverschuldung haben und wir würden sie mit einem Rutsch abbezahlen, müssten wir 2 Billionen Geldmenge vernichten, was die gesamte Realökonomie, die restliche, noch zerstören würde. Also müssen wir das System komplett überfragen, ob das verzinste Schuldgeldsystem auf Dauer haltbar ist und wir uns tatsächlich um die Ursachen kümmern. Damit werfen Sie jetzt aber auch den Regierungen vor, dass die genau das Falsche machen mit ihren ganzen Rettungsmechanismen. In der Krise, was ist da wichtiger? Die Interessen der Finanzmärkte oder der demokratische Wille der Bevölkerung? Island hat sich dafür entschieden, den demokratischen Weg zu gehen. Und ich glaube, das ist auch ein Grund dafür, warum sich unsere Wirtschaft so viel besser und schneller erholt hat als jede andere Volkswirtschaft in Europa. Der Präsident setzte 2 Volksabstimmungen durch. Die Isländer stimmten dafür, dass die Anleger nicht entschädigt wurden. Geir Hade war damals Premierminister. Wir haben damals beschlossen, die Banken nicht zu retten. Wir wollten nicht, dass der Steuerzahler für andere Anleger und Spekulanten aufkommen muss. Aber wir haben mit einem Notfallplan dafür gesorgt, dass der heimische Finanzsektor trotzdem weiter funktionieren konnte. Die Regierung lässt mehrere Finanzhäuser pleite gehen. Aber es kommt weiter Geld aus den Automaten, weil der Staat die Banken übernimmt. Er schrumpft sie auf Normalmaß zurück und macht aus den Spielcasinos wieder solide Dienstleister für die heimische Wirtschaft. Wir haben eine gemischte Politik gemacht. Wir haben Ausgaben gekürzt, aber versucht, nicht im Sozialsystem zu sparen. Und diejenigen zu schützen, die am meisten Hilfe vom Staat brauchen. Und wir haben die Steuern der Wohlhabenden stärker erhöht als die Steuern von Geringverdienern. Der Erfolg der Maßnahmen war auch möglich, weil sich die Regierung den radikalen Kürzungsforderungen des IWF widersetzt hat. So wurde ein sofortiger Absturz, wie in Griechenland oder Spanien, vermieden. Sparen ja, aber erst dann, wenn das Land und die Menschen es wirklich leisten können. Das war die Devise. Die Kontrolle des Kapitalverkehrs hat die Währung und das Land stabilisiert. Auch dieses Instrument hat Island beim IWF durchgesetzt. Gleichzeitig wird eine eigene Staatsanwaltschaft gegründet, um die Hintergründe des Finanzcrashs energisch aufzuklären. 2 mächtige Banker sitzen schon im Gefängnis. In über 100 weiteren Fällen wird ermittelt. Es wurde ein spezielles Gesetz verabschiedet, als wir diese Ermittlungsbehörde gegründet haben. Das Bankgeheimnis ist für uns kein Problem. Wir bekommen alle Bankinformationen, die wir brauchen. Der wirkliche Skandal ist, dass wir sehen, wie unsere Regierungen sich von den Banken das Geld leihen, um die Banken zu retten. Und da müsste eigentlich auch dem, sagen wir mal, dem unbedarftesten Menschen klar sein, dass da irgendwas nicht stimmt. Alle schimpfen aufs Bankensystem und aufs Finanzsystem und auf den Zinseszins sowieso. Aber wie geht das eigentlich besser? Und was können wir tun? Was wir meines Erachtens wirklich verstehen müssen, damit wir das Geld endlich zu unserem Diener machen, statt umgekehrt, dass wir dem Geld dienen, ist, dass wir sehen, es ist von Menschen gemacht. Wir haben es geschaffen und wir können es verändern. Und das ist etwas, was in ganz vielen Fällen einfach nicht diskutiert wird. Professor Margaret Kennedy, die sich schon seit Jahrzehnten mit dem Fehler im Bankensystem beschäftigt und wie wir es besser machen können. Und meine Hoffnung ist, dass wir eines Tages lernen, dass wir da einige fundamentale Veränderungen vornehmen müssen, um ein nachhaltiges, ökologisch brauchbares, soziales und für Kulturzwecke nützliches Geld zu schaffen. Können wir vielleicht sogar selber neue Währungen ins Leben rufen?
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert.